Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes, und willkommen zurück zu Panzer Corps 2, weiterhin in der Ägypten-Mission. Es ist jetzt wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich hoffe, ich finde auch gleich wieder entspannt ins Spiel rein, auch wenn, ich habe es ja auch am Ende der letzten Folge gesagt, die ganze Aktion mit Kairo nicht super optimal gelaufen ist. Man hätte viel früher hier über den Norden pushen müssen. Ich glaube, das... Irgendjemand hat es auch in die Kommentare geschrieben, dass quasi das Spiel dann immer so einen kleinen Ausweg oder so einen kleinen Weg aufzeigt. Und den hätte man hier viel früher nutzen müssen, als sich hier frontal gegen Kairo zu stellen. Gut, was haben wir noch für Probleme? Wir haben hier noch die zwei Felder, die besetzt sind, wobei die eigentlich ganz gut im Moment verteidigt werden. Außer hier diese Wehrmachtsinfanterie könnte jetzt von... der schweren Infanterie von ihm hier getroffen werden, obwohl, na, der 17er gibt keinen Support, der dahinter steht. Die Arti könnte Support geben, ja, das geht. Und hier im Norden haben wir halt immer noch die 6 Zoll Artillerie, die da auch noch kräftig eingegraben ist. Und hier ist auch noch Kommandos, Infanterie, was haben die hier? Die haben gut getarnt. Die eine kann nur von Aufklärungseinheiten oder an... Grenzen Bodeneinheiten aufgedeckt werden. Das ist also eine Spezialeinheit. Gut, warum sehen wir die dann trotzdem? Wir haben keine Einheit, die da angrenzt. Das ist ein bisschen strange. Wir sehen sie allerdings trotzdem. Aber vielleicht gilt das auch nicht für Stadtfelder oder für diese Hexfelder, also für diese Zielfelder, weil die eh gespottet sind. Wir sehen ja auch hier drüben, was in Suez und hier oben in Port Said passiert. So, wir haben hier noch eine 20 mm. Die unseren Flugzeugen so ein bisschen auf den Keks geht. Wir haben hier einen LKW mit einer Pack oben drauf, der auch noch ein bisschen eingegraben ist, wie ihr seht. Und hier unten haben wir noch einen Grand stehen. Insgesamt sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, dass wir den Rundenwechsel machen könnten. Wir können hier mal noch ein paar Panzer bewegen. Beziehungsweise wir müssen halt aufpassen mit der Reichweite der Arti da oben. Ich glaube, wir können das auch erstmal so stehen lassen. Gut, dann machen wir mal Rundenwechsel. Oh, wie süß. Oh, das ist schon nicht mehr so süß. Das ist schon nicht mehr so süß, weil wir hier immer noch das Problem mit dieser Pack dort haben. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir hier die Flugzeuge am besten einsetzen. Und wie Unterfeldwebel so immer schön sagt, halt... Prioritäten setzen, also wirklich schauen, was ist jetzt das gefährlichste und das größte Problem. Er führt halt hier an diese Flanke jetzt Einheiten ran, um uns da unter Druck zu setzen. Das Problem ist jetzt, dass wir die meiste Artillerie immer noch hier im Süden haben und zum Beispiel, ja, wobei der 17er kommt da jetzt sogar ran, aber hier zum Beispiel die 15er, die kann uns jetzt hier im Grunde, was hier drüben die Ostseite angeht, nicht wirklich weiterhelfen. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier sehr schnell zu einem Ergebnis kommen. Und hier aber parallel auch quasi den Druck ein bisschen davon nehmen. So, huch. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, der Flakbus hier, den kriegen wir nicht raus. Jetzt haben wir hier den Stuart, den könnten wir erstmal überrennen. Das können wir auf jeden Fall erstmal machen. Dafür brauchen wir jetzt nichts weiter. So, dann haben wir natürlich hier jetzt diesen Crusader stehen, der jetzt von dem hier hinten gedeckt wird, was natürlich kacke ist. Das heißt, jeder Panzer, der hier angreift, kriegt halt massive Probleme. Außerdem haben wir hier die Pack halt stehen, die es verhindert, dass wir hier effektiv diese Artillerie angreifen können. Die natürlich auch richtig wehtut. Erstens ist sie eingegraben und zweitens hat sie, hier war das, ne? Eine ziemlich gute Kampfstärke gegen harte Ziele.
Und das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. So, außerdem haben wir hier oben noch einen Panzer, Panzer 3N, der witzigerweise relativ gut gegen diese Pack klarkommt. Das finde ich jetzt ganz interessant. Vielleicht, also ich weiß, mit Panzern gegen eine Pack ist so das Dümmste, was du machen kannst. Und im Moment tut sie uns dort halt auch nicht weh. Ja, ihr merkt schon, ich tue mich hier schon wieder schwer. Wir könnten natürlich, das können wir machen, wir könnten ihn erstmal angreifen. Die Panzer stehen hier so schön gedeckt von der Arti, ich will die eigentlich gar nicht wegbewegen. Was ist, wenn ich zum Beispiel den Stuka auf den bewege? Dann bekommt er zwar zwei Unterdrückungen, aber er macht auch zwei Damage und er ist bei 6. Das ist 7. Das reicht immer noch nicht, um ihn rauszukriegen. Die Frage ist, ob er die größte Priorität hat oder ob es tatsächlich hier die Pack ist. Weil die nämlich das größte Problem darstellt, hier die Infanterie irgendwie unter Druck zu setzen. Deswegen. Wie viel Angriff hat der. Hat er hier? Minus 1. Okay, ich versuche das jetzt mit dem Stuka hier. Er macht nur eine Minus 1. Das ist natürlich nicht cool. Damit ist das Überrennen hier auch schwachsinnig. Aber was soll's. Ah, wir schaffen es auch. Er zieht sich noch zurück. Das ist gut. Können wir mit einem Jäger den eventuell. Nope. Da können wir nur Unterdrückung drauf geben. Wir könnten ihn jetzt aber mit. Ihm hier raus. Nein, auch nicht. Das schafft man tatsächlich auch nicht. Die Artillerie macht minus 1. Wobei ich die eigentlich eher auf ihn hier setzen würde. Aber die Flak, es wäre schon cool, wenn die rausgehen würde. So, der Stratege kann halt. Was ist mit den Flugzeugen? Die machen minus 3 auf ihn zum Beispiel. Was ist mit ihm? Er macht auch minus 3. Aber er macht auf jeden Fall. Okay, dann machen wir einen Jäger bitte mal auf ihn. Okay. So, der macht jetzt eine minus 5. Ganz ehrlich, das nehme ich in Kauf. Okay, er ist eingekesselt. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht cool. Haben wir noch einen weiteren Jäger? Minus 2. Und er kann ihn rausnehmen. So, dann haben wir uns um die Pack gekümmert. Und können uns dann im nächsten Schritt gegen die Artillerie kümmern. Und ihr seht schon, das Geile ist, wir haben den jetzt überrannt. Wir kriegen hier auch nochmal einen Zug rein und können ihn jetzt hier die Artillerie sogar angreifen. Wobei wir jetzt mal überlegen müssen, was wir mit den Flugzeugen noch machen können. Wir haben jetzt den Strategen. Der könnte jetzt eigentlich auf die Artillerie erstmal die Verschanzung wegschießen. Macht auch Unterdrückung, das ist gut. Und das Schöne ist, ich weiß nicht genau, ob jetzt beim Rundenwechsel er wieder aufgeladen wird, aber die Artillerie hat jetzt keine Munition mehr. Jetzt bin ich mir nicht sicher, zu welchem Zeitpunkt die Munition und der Treibstoff jeweils aufgeladen wird, ob das zu Beginn des Zuges ist oder quasi beim Wechsel. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt immer noch das Problem hier im Süden. So, wir haben jetzt noch zwei Jäger. Und einen taktischen Bomber.
So, der taktische Bomber. Tja, auf wen gehen wir? Auf die Pack. Wie viel machen die Jäger auf den Panzer hier? Minus 1. Und auf den nur Unterdrückung. Okay. Na dann. Also der Grant ist deswegen so ekelhaft, weil er halt relativ einfach unsere Infanterie hier angreifen kann. Und ich überlege jetzt, ob ich. Also wen ich jetzt als erstes fokussiere. Die Infanterie sollte auf jeden Fall die Pack angreifen. Wobei wir sie höchstwahrscheinlich nicht rauskriegen. Auch wenn wir alles Artilleriefeuer, was wir haben, darauf setzen. Ich glaube nicht, dass er hier angreifen wird. Das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Was haben die Pioniere? Minus 5, minus 5. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das kennt. Minus 7, minus 7. Wenn doch, ist es natürlich scheiße. Zumal die hier keine Unterstützung haben. Aber ich möchte jetzt ganz gerne, also er erstmal auf ihn. Damit er einfach weiter unterdrückt bleibt und nicht so eine Kampfkraft hat gegen unsere Infanterie. So, die kämpfen. So, minus 2. Okay, dann. Naja, wir setzen jetzt Prio-Ziele. Es ist egal. Zack. Zack. Okay. So, hier haben wir natürlich jetzt das Problem. Wir könnten ihn umgehen. Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass er dann ungedeckt rumsteht. Und das will ich natürlich auch nicht. Vielleicht hätte man auch jetzt erstmal die Flak nehmen sollen. Ja, ich merke schon wieder. Es sind zu viele Prio-Ziele, die ich gerade habe. Weil wir es jetzt noch nicht mal geschafft haben, eins der beiden Ziele rauszunehmen. Und das wäre jetzt eigentlich wichtig gewesen. Ich mache das nochmal rückgängig. Aber er kriegt ihn auch nicht raus. Was wir versuchen könnten ist. Er kriegt ja den Overrun. So. Nimm ihn mal raus. Kann er sich danach noch zurückbewegen? Nein, das kann er nicht. Und wir wissen halt nicht, was er jetzt aus Süden oder aus Südosten da noch ranführt. Deswegen ist das auch keine so richtige Option. Wir haben hier noch die Artillerie. Aber auch die kann hier. Warte mal, das könnten wir machen. Mach mal zack. Und jetzt ein Jäger. Der Jäger schafft das auch nicht. Ich fresse Besen. Ne, der Jäger schafft das auch nicht. Das brauchen wir also tatsächlich den taktischen, um den rauszukriegen. Okay, passt. Dann haben wir schon mal ein Problem hier weniger. Jetzt haben wir noch zwei Jäger. Ein Jäger würde ich gerne hier hinsetzen. Einerseits, um hier Support zu geben. Wobei ich glaube, dass hier nochmal Luftwaffe kommt. Minus 1. Und den anderen Jäger können wir uns jetzt aussuchen. Entweder geben wir ihm Deckung. Oder wir greifen den Grant an. Und ich würde sagen, wir greifen den Grant an. So. Jetzt ist die Pack im Grunde fast vollständig unterdrückt. Jetzt könnten wir hier angreifen. Es geht immer noch nicht. Das heißt, wir machen erstmal auf ihn. Ah, sie zieht sich sogar zurück. So, jetzt haben wir die Wahl. Jetzt haben wir die Wahl. Wie weit kann er sich bewegen? Ich überlege gerade, aber wir hätten halt jetzt mit ihm die Möglichkeit, die Pack rauszunehmen, aber dann steht der Panzer halt wieder ohne Deckung da. Und die hier stehen ungenutzt rum. Das ist richtig beschissen. Ich führe jetzt mal einen Scout mit nach oben noch. Wo ist überhaupt der zweite Scout? Der steht hier unten useless rum. Auch mal mit nach oben.
Und der Panzer kann ja auch nicht viel helfen. Der. Auch mal nach oben. Okay. Tja, Risiko oder nicht Risiko? Jemanden rausnehmen oder halt nicht rausnehmen? Ich entscheide mich für rausnehmen. Damit haben wir alle fast. Ja, doch, wir haben alle Prio-Ziele bekämpft. Wir haben die Flak rausgenommen, wir haben die Pack rausgenommen, wir haben die Pack hier oben rausgenommen. Und damit sind jetzt alle Ziele, die noch da sind, die uns bekämpfen können, nur noch der Crusader. Also, sie sind halt machbar. So. Flugzeuge sind alle gezogen. Infanterie lassen wir dort stehen. Beziehungsweise, wie weit kann die sich bewegen mit ihrem Bus? Na ja, komm her. Und damit können wir die Runde beenden. Ja, das war eigentlich klar, dass das passiert. Das geht jetzt richtig böse aus. Okay, es geht nicht so böse aus, wie ich gedacht hätte. Das ist aber kein Problem. Wir können jetzt nämlich. Wobei. Vielleicht ist es doch ein Problem. Wir können ihn auch einfach wieder zurückziehen. Dann können wir ihn aber nicht mehr auffrischen. Ich mache das trotzdem. Wobei, halt. Rückgängig bitte. Kann er nochmal. Kann er gegen irgendjemanden kämpfen? Ja, gegen ihn. Guck mal. 0-1. Gut, hat nichts gebracht, aber. Oder doch, 1, oder? Der war auf 8, bilde ich mir ein. Und dann nehmen wir ihn zurück in die Position. So, jetzt die Flugzeuge. Wo ist unsere Juhe? Die ist hier. So, den können wir minus 5, minus 4. Den können wir im Grunde also rausnehmen. Geh mal dahin, nimm ihn mal raus. So, jetzt haben wir die Möglichkeit hier noch. Wow, der macht. Ach, sorry, das war der falsche. Ich wollte sagen, der macht ja nur Unterdrückung, aber das ist ja so minus 2, minus 2. Ich glaube kaum, dass der. So, greif ihn mal an. Das wird knapp. Warte mal, greif ihn mal an. Vielleicht. Ah, er bekommt den Overrun sogar. Geiler Scheiß. Jetzt müssen wir mal überlegen, können wir hier noch weitermachen? Wobei ich glaube nicht, dass wir mit den Jägern den Stuart noch. Der Vorteil ist aber, wir können jetzt mit einem Jäger hier angreifen. Machen jetzt zwar nur minus 1. So, und jetzt können wir uns wieder in die Deckung zurückbewegen. Und er könnte jetzt sogar. Ah, er kriegt ihn nicht raus. Zumindestens nicht so, wie ich mir das gedacht habe. So, der Scout. Einer kann mal dorthin. Und einer kann uns hier. Ach, geil. Der kann uns sogar Support gegen die Artillerie geben. Das heißt, wir können den Scout jetzt hier hinstellen. Ist die jetzt noch eingegraben? Nein, du sollst die nicht angreifen. Mano. Ich will nur gucken, ob die noch eingegraben ist. Ja, aber nur die Eingrabungspunkte, die wir eh nicht reduzieren können. Jetzt könnten wir. Er macht eine minus 2, er macht eine minus 5, sind 7. Und er macht eine minus 4. Das müsste also auf dem Blatt Papier eigentlich ausreichen. Dann greif du mal an. Ja, gut, sie hat es natürlich. Jetzt hätte es das gemacht, womit ich nicht gerechnet habe. Sie hat es natürlich verlegt. Okay, dann müssen wir tatsächlich. Weil der schafft das nicht. Der macht nur eine minus 3. Dann gehe hier mal drauf. So. Okay, perfekt. Das ist ja schon mal gut. Jetzt haben wir im Prinzip alles, was uns hier in der Quere stand, rausgenommen, bis auf ihn.
Er schafft es trotzdem nicht. Wir haben noch die Jäger, der macht eine minus 1. Ach, okay, gut, er nimmt ihn raus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, mal gucken, ist das hier... Ich würde gerne mir das Feld anschauen, ob das schon Closed Terrain ist oder noch nicht. Den Panzer hier führen wir erstmal nach. Die Infanterie führen wir nach. So, wer ist denn jetzt unser nächstes Ziel? Das wären jetzt die hier unten. Die sind bestimmt auch schon ein bisschen eingegraben, ja. Dafür nehmen wir jetzt also unseren Strategen. Nasmauten nicht drauf. So, dann nehmen wir unsere Artis. 1, 2, 3. Und jetzt... Ach, guck mal, die Wehrmacht hat sogar einen mehr. Erstmal mit der Wehrmacht drauf. Und dann noch... erstmal mit den Pionieren. So, und jetzt die... der Panzer kann ihn rausnehmen. Eine minus 5. Sehr gut. Damit gehen die raus. Wir rücken hier auf das Feld vor und der Panzer bewegt sich Richtung... Ach, Quatsch. Halt, wir nehmen erstmal das Flugfeld ein. Das können wir jetzt machen, weil ja hier keine Artillerie mehr steht. Dementsprechend können wir jetzt aber auch... Ja, wobei, nee, mache ich mal nicht. Weil wir könnten die Artillerie jetzt hierhin führen, aber wir wissen ehrlich gesagt nicht, was er jetzt aus Osten noch ranführt. Da warten wir jetzt mal noch ab. Und hier irgendwo hinsetzen, da kann er einfach aus dem Feld raus und kann die Artillerie angreifen. Das würde ich jetzt auch ganz gerne vermeiden. Aber wir können... Wobei, doch, warte mal, wir können das sogar tun, indem wir ihn da hinsetzen... Ihn da hinsetzen, die Artillerie hier hinstellen und den Panzer dorthin stellen. Außerdem können wir die Wehrmachtsinfanterie einfach mal dorthin führen und die Arti dahin. Das ist jetzt nicht super optimal, aber so können wir hier das ganze Thema schon. Oh, den 17er, der kann da stehen bleiben. Der hat eh eine höhere Reichweite. Das ist okay. Wir haben noch einen Jäger. Oh ja, den setzen wir mal hier drauf. Die sind nämlich nicht deployed. Wer weiß, was hier da noch kommt. Das wird auch nicht viel helfen. Das muss man jetzt hoffen, dass er hier nicht angegriffen wird. Im LKW. Das könnte ekelhaft werden. Genauso, wenn hier jemand reinpusht. Für die Artillerie. Das könnte genauso ekelhaft werden. Okay, dann lasst uns einen Rundenwechsel machen. Ach komm, setz mal den Jäger hier hin. Und dann geht's weiter. Das passiert rein gar nichts mehr. Ich glaube, dass er auch einfach nichts mehr hat. So, dann kümmern wir uns jetzt um die hier. So, die Art hier... Ach komm... Ich habe kurz überlegt, ob ich sie auffülle. Jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich vergesse die Scouts immer ranzuziehen, damit sie den Support geben. Ach, ärgerlich. So, wir haben jetzt hier Grenadiere, wir haben hier Pioniere. Die machen eine minus 7. Er macht eine minus 4 und kriegt keinen Schaden. Der Scout ran, dann kriegt er eine minus 5. Die Pioniere ran, dann kriegt er immer noch eine minus 5. Und sie ergeben sich sogar, weil sie eingekesselt sind. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, erstmal gegen Suez oder erstmal gegen Port Said? Er hat jetzt auch nichts weiter rangeführt. Er führt auch keine Schiffe mehr ran. Wir könnten mit den Schiffen auf jeden Fall hier unterstützen. Ich würde jetzt aber ganz gerne eigentlich erstmal Richtung hier hin weiterfahren. So. Den Panzer, den lassen wir mal außen. Nein. Außen vor, wollte ich sagen. Gut, dann muss das hier meine Infanterie auffüllen. Das ist natürlich jetzt nicht so geil.
So, die Arti stelle ich jetzt. Kann man die hier noch deployen? Ich kann das nicht erkennen. Ja, kann man. Auf den Höhenzug finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Er nimmt erstmal, oder der Scout, den Punkt hier ein. So, die Arti auch auf das Risiko, dass hier eine Einheit hingeht, die führen wir mal nach, damit sie Unterstützungsfeuer geben kann. Die hier auch. Dann haben wir noch Infanterie, die können wir hier auf das Höhenfeld stellen. Wir können jetzt den Panzer noch nachführen. Wir können die Pack nachführen. Die können wir mal da hinstellen. Aber da deployt sie sich nicht. Das ist scheiße. So, der 17er geht mal dorthin. Beziehungsweise hätte der auch dahin gehen können. Ne, da wird er leider nicht ausgeladen. Na gut, wir haben noch den Scout hier. Er könnte mal hier einfach gucken. Was haben wir denn hier? Ein Churchill, MK3. Was hat der für Kampfwerte? Okay, cool. Wartet mal. Zack. Oh, was steht da noch? Ist das ein Firefly? Sherman MK1. Nee, ist keine Firefly-Kanone. So, dann hier. Hallo. Und tschüss. So, ihn stellen wir davor. Ach, du ahnst es ja nicht. Da ist ja noch ein bisschen was zum Spielen. Geil, der Jäger macht mehr Damage als der taktische Bomber. Warum? Oh, das könnte jetzt für die. Das könnte für die Artillerie hier ekelhaft ausgehen. Das könnte für die Artillerie richtig ekelhaft ausgehen. So, wir haben hier noch Infanterie. Drückt mal nach. Wir haben jetzt tatsächlich nichts, wo wir die Flugzeuge hinschicken können, außer die Flak hier unten. Deswegen machen wir einen Runden. Ich überlege noch, was ich mit ihr hier mache, aber so richtig nützen tut die uns gerade nichts. Wir setzen sie mal in Verlängerung. Oh, haben wir nicht noch eine Pack? Wir haben noch eine eigene Pack. Wo ist unsere eigene Pack? Sag mal. Ach, die steht dort. Shit. Shit. Oh nee, warte mal. Das tut mir jetzt leid. Das ist... So. Wo ist denn der Panzer? Der ist hier. Der kann nämlich jetzt dorthin gehen. Warum kann der Ska... Sag mal, willst du mich veralbern? Warum kann der Scout auf einmal nicht mehr bis hier hinterfahren? Hä? Ja, das ist natürlich jetzt... Wieso geht das auf einmal nicht mehr? Ach, ich weiß warum. Weil der nur auf der Straße... Die Straße ist das, ist der Knackpunkt. Ja gut, dann ist das natürlich jetzt richtig kacke hier. Oder halt, wir machen es. Wir setzen ihn hier oben hin. Da hat er wenigstens das erhöhte Gelände als Sicherheit. Das war natürlich jetzt nicht cool. So, dann geh du erstmal auf ihn. Der Jäger geht auf ihn, greift an. So. Ich wusste, dass ich schon eine Pack habe, dass ich dir da verbummelt habe. Das war, Die führen sich nach. Und jetzt habe ich hoffentlich alles gemacht, um den Rundenwechsel zu machen. Was zur Hölle war das denn? Okay, das ist nicht gut für ihn ausgegangen.
wusstest. Was steht hier unten noch, was uns da so mächtig ankackt? Kann ich... Ich muss mal ein Test... Ach, das könnte noch ein Schiff sein, oder? Dann ist wohl doch Port Said erstmal das Ziel der Wahl. So, diesen Panzer da auf dem erhöhten Gelände rauszubringen, ist natürlich alles andere als cool. Aber er hat eine fast komplette Unterdrückung. Das heißt, wir können... Die Artis machen schon gar nichts mehr in der Prognose. So, dann ein Jäger auf ihn. Okay. Ist das hier auch schon erhöhtes Gelände? Geh du mal dahin. Mach mal den Overrun. So, und jetzt können wir uns nämlich minus 3, minus 1. Ja, Unterdrückung kriegen wir jetzt hier nur. Vielleicht greifen wir ihn erstmal so an. Und finishen ihn dann mit ihm. Und gehen jetzt aber hier auf das Höhenfeld. So, dann der Scout hier ran. Halt, das war der falsche. Ihn wollte ich haben. Okay. Dann der Scout wieder weg. Der Panzer ran. Die Pack ran. So. Damit haben wir hier, glaube ich, beide Panzer rausgenommen. Wir wissen also, dass hier irgendwo, ich vermute mal, hier steht ein Schiff, was uns da bewirken kann. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und ich würde jetzt den Panzer schon mal nach Norden führen mit dem... Ich könnte den 17er jetzt dorthin stellen, aber dann kann er halt keinen Support liefern. Sind das hier Pioniere? Ne, das ist normale Wehrmachtsinfanterie. Das sind Pioniere. Die könnten wir aber hier oben gegen den Bunker auf jeden Fall gegen die Befestigung gut gebrauchen. Wir könnten hier auch schon mal mit dem Bunker, mit dem Bombertrop schießen. Da bekommen wir aber leider nur Unterdrückung hin. Aber das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal etwas. Ansonsten können wir von hier jetzt irgendwas abziehen. Den Viererpanzer. Was haben wir hier hinten noch? Irgendwas im Background? Was ist, wenn ich mit dem Flug... Kann ich nicht. Gut, da haben wir... Die Flak greifen wir natürlich jetzt nicht an. Und der hier, die müssen erstmal als Deckung da stehen bleiben für... Also hier das Feld ist kritisch und das hier vermutlich auch. Bewegen wir uns mal da hoch. Ich glaube aber nicht, dass er hier außer der Flak noch irgendwas stehen hat. Also eigentlich könnte man sogar sagen, man ist jetzt ganz verrückt. Und was ist denn das? Das ist ein 4G. Was hat der für eine Kampfstärke? Wir führen ihn mal dorthin. So. Und dann haben wir hier noch die Pioniere, ne? Die können wir mal hier oben lang führen. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Black Pearl, Ivendike, Synam, Ködö, Kulle und Parsival. Eure Tipps wie immer in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.